Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was dieser Kurs wirklich ist und dass ich mich in Freude an diese Zeilen, an dieses Buch, an diese Lehre, an diese Lektionen wende. Für mich war dieser Kurs lange Zeit ein Instrument, um Informationen anzuhäufen. Das Ego liebt es, Informationen anzuhäufen und diese dann weiterzugeben, in einer ritualisierten Form. Der Kurs in Wundern dient nicht dazu, Informationen anzuhäufen, sondern zum einen, um zu begreifen, welch wundervolles Werk uns hier überreicht wurde, und zum anderen, unser Selbst zu realisieren. Und wenn wir begreifen, dass dies nicht ein Buch ist wie jedes andere, sondern tatsächlich auch Sprengstoff beinhaltet, weil unser Dasein, unser Leben auf eine völlig neue Ebene gehoben wird, dann beginnen wir, diesen Kurs in Wundern anders zu lesen. Und zwar mit Aufmerksamkeit, mit einer liebevollen Aufmerksamkeit. Wenn wir liebevolle Aufmerksamkeit gegenüber diesem Buch hereinbringen, dann werden die Worte eine andere Bedeutung haben. Denn oftmals kann es geschehen, dass wir diese Zeilen lesen. Wir geben ihnen die Bedeutung, die wir erlernt haben. Die Einladung ist, lies diese Lektionen, das Arbeitsbuch oder das Handbuch für Lehrer mit großer, liebender Aufmerksamkeit. Wenn zum Beispiel in dieser heutigen oder auch in den letzten Lektionen steht, wir sollen unseren Blick langsam von einem Gegenstand zum anderen richten, hast du das Wort langsam gelesen? Wir wissen manchmal gar nicht mehr, was bedeutet es denn langsam, wirklich unseren Blick ruhen zu lassen, auf einem Gegenstand und zu sagen, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Oder ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Und in dieser Langsamkeit werden wir erkennen oder werden wir uns genügend Raum geben, so möchte ich sagen, um zu erfühlen, dass wir ständig bestrebt sind, die Welt mit unseren Interpretationen, Assoziationen und Überzeugungen zu füllen. Die Welt ist leer. Völlig leer. Aber da wir ihr unser vergangenes Lernen aufprojizieren, erkennen wir die Leerheit nicht. Und in der Leere, in dieser Leere werden wir erkennen, was Gott ist. Meistens, es gibt Forschungen, da wird dargestellt, dass wir 8 Sekunden Aufmerksamkeit, in der Regel sind wir in der Lage, 8 Sekunden Aufmerksamkeit auf eine Situation zu richten. Vollständige Aufmerksamkeit, dann schießen wir schon wieder weiter. Und gerade in unserer Smartphone-Gesellschaft und Computertechnologie und alles muss schnell gehen, wir hören irgendetwas an. Du hörst zum Beispiel diesen Satsang an und machst nebenher noch was anderes. Du hörst dir einen YouTube-Film an und machst nebenher noch was anderes.
Wir sind kaum noch in der Lage, vollständige Aufmerksamkeit den Dingen zu schenken. Wenn du dieser heutigen Lektion deine volle, liebevolle Aufmerksamkeit schenkst und jedes Wort langsam liest und auch den ganzen Kurs in Wundern langsam liest, mit Aufmerksamkeit, dann kann dich der Heilige Geist lehren. Ich habe früher gedacht, so wow, das muss ich jetzt alles schnell lesen, damit ich genügend Informationen habe, um zu verstehen. Nein. Darum dreht es sich nicht. Setze dich mit großer Aufmerksamkeit. Wenn du eine Seite aufschlägst, lies es mit großer Aufmerksamkeit. Jede Seite, jeder Abschnitt, jeder Satz in diesem Kurs hat dir so viel zu geben. Und meistens überlesen wir es, weil wir ja Informationen wollen. Ein Buch hat dich noch nie erweckt, ein Buch hat dich noch nie erleuchtet. Ein Buch hat dich noch nie zur Wahrheit geführt. Deine Aufmerksamkeit und die Praxis ist es, die dich dorthin führen, wo du wirklich hin willst. Also geh die Sache langsam an. Hudle nicht darüber hinweg. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Springe nicht von der einen und hier ist doch das und der hat das gesagt und die hat das gesagt und hier kriege ich noch mehr Informationen durch dieses Buch. Und dann gibt es noch dieses und jenes. Und dann brauche ich noch diese Information und jene Information. Aber jetzt habe ich das wieder nicht verstanden, weil die Aufmerksamkeit fehlt. Das ist alles. Du bist ein grenzenloses, intelligentes Wesen. Und dieser Kurs in Wundern hat die Qualität, dies in dir zu erwecken. Und so müssen wir alles, was wir selbst die Art und Weise, wie wir zu lesen gelernt haben, wie wir an ein Buch herangehen, all das wollen wir aufgeben. Wir wollen selbst unsere Idee aufgeben, zumindest während wir diesen Kurs lernen. Wir wollen die Idee aufgeben, dass wir irgendetwas wüssten. Wir sind in der ersten Klasse und wir freuen uns über jeden Satz, den wir hier lesen können, der uns begegnet und bereit sind, ihn zu verstehen. Für mich ist dieser Kurs inzwischen zu einem Lebenswerk geworden. Nicht, und ich möchte mich gern an meine Anfangszeit erinnern, wo ich diesem Kurs begegnet bin und mit meiner alten Art und Weise zu lesen und dann zum nächsten Buch und habe ich auch gemacht und dachte, da kriege ich noch mehr Informationen und dann noch zum nächsten und dann noch vielleicht hier und da und alles Ablenkungen und der Kurs und das Ego liebt Ablenkungen. Wie gesagt, das Ego sagt dir auch, komm, wir lernen den Kurs gemeinsam. Wir brauchen jetzt nur genügend Informationen und die verarbeiten wir dann auf unsere Art und Weise. Und dann haben wir es verstanden. Und dann können wir auch gleich lehren, ist klar. Dann können wir gleich uns darstellen als Informationsgefäß. Dann sind wir immer noch ein Gefäß. Du bist grenzenlos, wie die Liebe Gottes.
Und ich habe so den Eindruck, dass die meisten Kurs in Wundern Schüler in die gleiche Falle tappen. Ich brauche Informationen. Und dann und dann. Und das muss jetzt alles schnell gehen. Und wenn es nicht zu schnell geht, ach, dann schaue ich noch woanders. Unendliche Geduld führt dich in den Frieden. Lass dir wirklich Zeit, zumindest mit diesem Kurs. Es rennt dir nichts weg. Schenke dem heute Gesagten, schenke der Lektion, schenke dem, was du tust, deine liebevolle Aufmerksamkeit. Das versetzt dich so schnell in einen anderen bewussten Zustand, heraus aus deiner Routine, das ist faszinierend. Und das scheint ja offensichtlich zu sein, wenn ich diese Lektion mit dem gleichen Rhythmus lese, wie ich alles bisher getan habe, dann bringe ich nur wieder die Vergangenheit in diesen Kurs hinein. Und verbrauche 10 Jahre, 20 Jahre oder was weiß ich wie lange. Ich habe lange Jahre genug diesen Fehler gemacht, um ihn dir heute darzustellen, damit du beginnen kannst, den Kurs zu lieben. Ja, zu lieben. Den Inhalt zu lieben. Denn das, was hier steht, das kommt von Gott. Und hat nun mal gar nichts mit unserem bisherigen Denken zu tun. Und deshalb hat jeder Satz einen Zündstoff, den wir meistens überlesen, um unsere alten Rituale fortführen zu können, um unsere alte Leseart fortführen zu können, um unsere Aufmerksamkeitsdefizit letztendlich nicht zu bemerken und auch auf diesen Kurs schreiben können, was wir wollen. Das ist gut, das gefällt mir, das verstehe ich nicht, aber so kann das doch nicht sein. Und so schreiben wir schon wieder unsere Idee von Welt und universeller Liebe in diesen Kurs hinein, so wie wir es mit der Welt machen. Wenn du gestern die Lektion aufmerksam durchgeführt hast, hast du bemerkt, wie du ständig dabei bist, deine Sicht der Dinge auf einen Baum, auf eine schöne Frau, auf einen schönen Mann, auf einen armen Mann, auf eine kranke Frau, auf ein gutes Lebensmittel, auf ein schlechtes Lebensmittel geworfen hast. Ständig. Das machst du ständig. Völlig unbewusst. Und mit liebevoller Aufmerksamkeit wirst du es zumindest bemerken. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt, zumindest zu bemerken, was wir hier ständig tun. Wenn du einen 40-Stunden-Job machst und dich aufs Wochenende freust und an diesem Wochenende erwartest, dass du in die Natur gehst und Sonne hast und es regnet, ist der Regen schlecht. Und wenn du ein Bauer bist, ein Landwirt bist, der schon lange keinen Regen mehr erfahren hat, dann freust du dich darauf. Es ist nur Regen. Er ist weder gut noch schlecht. Er ist völlig neutral, so wie die ganze Welt, so wie jeder Mensch, der dir begegnet, so wie alles, was du in der Natur siehst, absolut neutral. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt, dies anzuerkennen, zumindest anzuerkennen. Und wenn du diesen Worten aufmerksam gefolgt bist, bekommst du ein Gefühl dafür.
dann hören meine Urteile automatisch auf. Aber solange ich in meiner Naivität glaube, dass diese Frau schön oder hässlich oder arm oder dieser Mann dies und jenes und Regen dies und jenes und Lebensmittel dies und jenes sind, ja, solange kann ich doch keine Freiheit erfahren. Ich befinde mich doch immer noch in meinem geistigen Gefängnis. Der Kurs fordert dich auf zur Langsamkeit. In jeder Routine ist deine eigene Geschwindigkeit. Zur Langsamkeit in deiner Sichtweise und aufmerksam zu sein. Und jede Idee von gut und schlecht und wichtig und nichtig und falsch und krank und all dies zumindest mal während der Übungszeiten, also zumindest mal das, aufzugeben und die Welt durch deine Langsamkeit zu betrachten. Und das, wie gesagt, zieht dich aus deiner selbstgemachten Routine raus. So, und dann wird auch dieser Kurs im Wundern zu keiner Routine. Ich habe für mich bemerkt, dass dieser Kurs zu einer Routine wurde. Und wie gesagt, das Ego liebt Routinen, denn die Routine gibt wieder eine Sicherheit und gewährleistet, dass wir in dieser dreidimensionalen Sichtweise verhaftet bleiben. Raus aus der Routine, liebevolle Aufmerksamkeit. Zumindest während der Übungsphasen. Und dann werden die Übungsphasen weiter ausgedehnt. Du merkst es nicht einmal, dass du die Lektion praktizierst, ohne dass du daran denken musst. Und dann wirst du dich immer freier und glücklicher erfahren. Und das sind die heiligen Augenblicke, wenn wir auf die Welt nichts mehr draufschreiben, drauf projizieren. Das sind heilige Augenblicke. In einer Freude, die du vielleicht versuchst, mit Worten rüberzubringen, aber du weißt genau, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, irgendein Wort für diese Schönheit zu finden. Das Erkennen der Bedeutungslosigkeit ruft in allen Getrennten intensive Angst hervor. Es stellt eine Situation dar, in der sich Gott und das Ego gegenseitig im Hinblick darauf herausfordern, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Bedeutungslosigkeit zur Verfügung stellt. Das Ego stürmt wie wild geworden, um dort seine eigenen Ideen zu begründen. Voller Angst, die Leere werde womöglich sonst dazu genutzt, seine eigene Machtlosigkeit und Unwirklichkeit aufzuzeigen. Nur in dieser einen Hinsicht hat es recht. Und das kennst du wohl. Das Ego stürmt ständig los und gibt allem seine Bedeutung. Denn wenn es das nicht tut, wirst du bemerken, wie bedeutungslos die Bedeutungen sind, die du bisher auf die Welt projiziert hast. Es ist wirklich bedeutungslos. Und das ist das Grandiose. Wie gesagt, du musst das jetzt noch nicht verstehen. Aber die Praxis wird es dir zeigen. Und erinnere dich erneut daran, wie schnell du dabei bist, dieses Ding, das du siehst, als gut und schlecht zu beurteilen. Lassen wir das aufheben. Es dreht sich ja nicht darum, irgendetwas gut zu heißen. Es dreht sich jetzt darum, einfach mal zu erkennen, was ich mir den ganzen Tag antue, wie klein ich mich halte
wenn ich den Dingen die Bedeutung gebe, die sie für mich haben. Wie gesagt, du versetzt dich in ständige Angst. Denn es ist jetzt deshalb grundlegend wichtig, dass du lernst, das Bedeutungslose zu erfassen und es ohne Angst zu akzeptieren. Einfach ohne Angst zu akzeptieren. Nur mal das. Okay, die Lektion fordert mich heute auf, das Bedeutungslose, das ich gemacht habe, zu erfassen und dies jetzt ohne Angst zu akzeptieren. Okay, Heiliger Geist, ich bringe diese Bereitschaft auf, dies jetzt zu akzeptieren. Und schon werde ich etwas Neues erfahren. Aber wenn ich diese Bereitschaft nicht aufbringe, und immer noch glaube, dass so, wie ich die Welt sehe, dass dies richtig ist, dann muss ich mich doch immer wieder auf dieselbe Art und Weise erfahren. Und dann mache ich so weiter wie bisher, anstatt so, wie Gott mich schuf. Und wie wir gestern gelesen haben, unter den Dingen, die wir projiziert haben, unter den Worten, die wir sprechen und denken, finden wir die Worte Gottes, das heißt die Liebe und den Frieden. Bist du von Angst erfüllt, ist es sicher, dass du die Welt mit Eigenschaften ausstatten wirst, die sie nicht besitzt, und sie mit Bildern bevölkern wirst, die nicht existieren. Für das Ego sind Illusionen Sicherheitseinrichtungen, ebenso wie sie es für dich sein müssen, der du dich mit dem Ego gleichsetzt. Wow, lies das nochmal und schau dir das mal an, was dir hier gesagt wird. Das, was du auf die Welt schreibst, das sind deine Sicherheitseinrichtungen. Und die beschützt du. Du beschützt sie wie ein Wolf seine Jungen beschützt, wie ein Löwe seine Jungen beschützt. Das sind deine Sicherheitseinrichtungen, die gewährleisten, dass du dich weiterhin noch als dieses begrenzte Ego erfährst. Und die meisten überlesen das. Ja, ja, Sicherheitseinrichtungen, gut und weiter. Ah ja, die Übungen heute. Nein, verdaue das. Begreife, welche Dimension dir hier gereicht wird. Was dir hier angeboten wird. Beginne zu verstehen, was dir hier gereicht wird, um deinen Geist zu erheben, auszunüchtern durch die Übungen. Und vielleicht bekommst du jetzt ein Gefühl dafür, wie wichtig diese Praxis ist. Die heutigen Übungen, die ungefähr 3 bis 4 Mal jeweils nicht länger als höchstens 1 Minute lang durchgeführt werden sollten, sind in einer etwas anderen Art als die vorherigen zu üben. Wiederhole den heutigen Gedanken mit geschlossenen Augen für dich. Öffne dann die Augen und zieh dich langsam um, indem du sagst, ich betrachte eine bedeutungslose Welt. Wiederhole diese Aussage für dich, während du dich umsiehst. Mach dann die Augen zu und schließe mit den Worten ab. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, weil ich denke, ich sei in Konkurrenz mit Gott. Und so schauen wir uns langsam um und wir wiederholen diese Sätze ganz langsam. Ich betrachte eine bedeutungslose Welt. Wow, wie
abgefahren ist, dass doch ich betrachte eine bedeutungslose Welt. Und wie schön ist das, endlich in die Erfahrung zu bringen. Wie grandios ist dies jetzt zu erkennen. Eine bedeutungslose Welt kann mir nichts anhaben. Sie kann mich nicht bedrohen. Sie kann mir keine Angst einflößen. Sie kann mich nicht krank machen. Ich kann an ihr vorbeigehen, an einer bedeutungslosen Welt. Und das ist die Botschaft heute. Und das ist die Botschaft in jeder Lektion. Und wenn du diese Lektion aufmerksam betrachtest, dann wollen wir auch nicht mehr im Widerstand sein mit dem folgenden Satz. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, weil ich denke, ich sei in Konkurrenz mit Gott. Die wenigsten von uns können mit diesem Satz etwas anfangen. Ja, ich bin doch nicht mit Konkurrenz in Gott, ich will doch ihn, ich liebe ihn doch und ich bin doch ein Kind Gottes und ich werde von ihm geliebt, bla bla bla. Bla bla bla. Das ist für die Lauwarmen, das ist für diejenigen, die ihre eigene Bedeutung wieder hineinbringen und die nicht verstehen wollen. Durch die Praxis wirst du sehen, dass das Ego in Konkurrenz mit Gott ist und das maßlose Angst erzeugt. Maßlose Angst. Aber die wenigsten wollen dorthin schauen. Sie brauchen wieder neue Informationen. 8 Sekunden später, eine neue Information. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Anstatt innezuhalten und hineinzufühlen, hey, was wird mir hier denn gesagt? Ich bin in Konkurrenz mit Gott, aber welche Schrift sagt dir das wirklich? Ich kenne keine Schrift, die mir das so deutlich formuliert. Und mit der ich so klar damit umgehen kann. Und durch die ich erkenne, dass es tatsächlich so ist. Und jetzt beginne ich langsam zu begreifen, zu verstehen, wenn Jesus aus dem Kurs im Wundern uns sagt, dass wir Angst haben vor der Liebe. Denn die Liebe hat nun mal gar nichts mit unserer bedeutungslosen Welt zu tun, die wir auf die Dinge projiziert haben. Die Liebe ist frei. Vollkommen frei. Und schaut auf eine leere Tafel, die nur noch Licht reflektiert. Nur noch Licht.